Herzwerkgetränke Bad Hossig, guten Tag. Ein stetig wachsender Arbeitgeber sucht dich zur Unterstützung des Teams. Ein Sortiment mit über 6000 Produkten, Veranstaltungsservice und Mietequipment. Professionelle Hygiene von Spülmaschinen, Dosiergeräten bis hin zur Objekthygiene. Das Aufgabengebiet ist vielseitig, abwechslungsreich und interessant. Wir suchen dich, den Auszubildenden als Fachkraft für Lager und Logistik. Wir bieten ein junges Team mit tollem Zusammenhalt und gemeinsamen Aktivitäten über den Feierabend hinaus, eine gute Chance, nach der Ausbildung übernommen zu werden und gute Karrierechancen in unserem Unternehmen. Wir sind zuverlässiger Partner und Servicedienstleister, wenn es um Getränke und Veranstaltungen geht. Zu unseren Kunden gehören große, interessante Unternehmen, Hotel- und Gaststättenbetriebe, Diskotheken, Kantinen, der Handel und zahlreiche Vereine. Unser Equipment ist immer auf dem aktuellsten Stand der Technik mit modernsten Ausschankwagen und LKWs. Wir freuen uns auf dich! Herzberg. Getränke und viel mehr. Der Frieden fängt bei uns zu Hause an. Ein wahres Statement des Chors der Johann Christian Senckenberg Grundschule anlässlich der Eröffnung der Feierlichkeiten zur ersten Verleihung des Jugendfriedenspreises. Der Jugendfriedenspreis ruft junge Menschen im Landkreis auf, kreative Projekte zu erstellen, die die Idee des friedlichen Zusammenlebens und der Menschlichkeit fördern. Er soll helfen, bestehende Vorbehalte abzubauen und zu einem stärkeren Miteinander in unserer Gesellschaft beitragen. Frieden ist nicht nur in der großen Weltpolitik ein ständig aktuelles Thema, sondern Frieden beginnt bei jeder und bei jedem von uns jeden Tag dort, wo wir arbeiten, wo wir leben. Ins Leben gerufen wurde der Jugendfriedenspreis vom Jugendbildungswerk. Die Idee oder die Motivation kam von der Politik in dem Fall. Ja, also wir als Jugendbildungswerk machen natürlich vielfältige Aufgaben in der außerschulischen Jugendbildung und da gehört auch Jugendarbeit für Frieden und Toleranz immer dazu. Das Jugendbildungswerk ist was spezifisch Einzigartiges in Hessen sozusagen. Wir sind eine Einrichtung im Landratsamt in der Kreisverwaltung. Wir sind Teil der Kreisverwaltung. Wir sind direkt dem Landrat unterstellt. Das gibt es kurze Wege und wir haben eine eigene pädagogische Konzeption. Aber der Jugendfriedenspreis ist nochmal ein ganz besonderes Projekt, wo einfach speziell Jugendgruppen oder auch Schülergruppen motiviert werden sollen, sich mit Projekten zu bewerben, um kreativ sich mit dem Thema Frieden und friedvolles Miteinander auseinanderzusetzen. Und der Wettbewerbscharakter soll einfach nochmal ein Ansporn sein, dabei mitzumachen. Landrat Michael Köberle hatte die Ehre, den mit 1000 Euro dotierten ersten Preis der ehemaligen 10. Klasse der Johann-Christian-Senckenberg-Schule in Runkel zu überreichen. Ein sehr aktuelles Thema. Also schön ist auch, dass der Staatsanwalt hier ist, den ganzen rheinländischen Rahmen zu geben. Weil Kriegsgräber und Versöhnung für den Gräber ist ein wichtiges Thema, was sicherlich auch. Und das ist ja im Film auch zum Tragen kommen und natürlich ein Stück weit über die Generation getragen werden muss. Der Preis stand unter dem Motto Flucht, Vertreibung und Integration. Die Schüler der 2018er Abschlussklasse erarbeiteten sich in rund 3 Monaten dieses schwierige Thema. Versöhnung über den Gräbern, Arbeit für den Frieden. So lautete der Titel ihres Projekts, welches sich mit den Einzelschicksalen der Kriegsgräberstätte am Kappesborder Berg in Runkel auseinandersetzte. Vera Schlonskaja, 20 Jahre, Grab 168. Die Krankenpflegerin Vera Schlonskaja, 1924 in Leningrad geboren. Wurde 1944 mit ihren Eltern und 4 Geschwistern zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt.
Untergebracht waren sie im Lager Plattenkaut, nahe Vilmar Aumenau. Die Musik- und Deutschlehrerin und Projektverantwortliche Isabel Faust ist sichtlich erfreut über die prämierte und öffentlich gewürdigte Leistung ihrer ehemaligen 10. Klasse. Ich bin sehr stolz, dass die Jugendlichen so toll mitgearbeitet haben im vergangenen Jahr mit Unterstützung des Volksbunds, mit der Frau Sucher, mit der Frau Krause, mit Herrn Hartmann zusammen. Ich bin stolz. Dieser erste Jugendfriedenspreis ist für Isabel Faust ein großer Ansporn, weiterzumachen mit der aktuellen Abschlussklasse der Johann-Christian-Senckenberg-Schule. Ja, es geht weiter. Es ging schon nach den Sommerferien ging es schon weiter mit einem Wahlpflichtkurs Erinnerungskultur. Unsere Schule hat die Patenschaft übernommen für die Kriegsgräberstätte und daraus entstand dann die Idee, dass wir das im Unterricht verankern. Ich habe dann den Wahlpflichtkurs in der 10 angeboten. Und hinter mir auf den weißen Wänden ist das, was wir erarbeitet haben. Und das ist eine ganze Menge. Unter anderem kümmern wir uns auch mit dem Herrn Hübinger in Zusammenarbeit um die Stolpersteine in Vilmar. Das war ein großer Block. Da haben die Jugendlichen ganz viel recherchiert zu den Menschen, die damals verschleppt wurden. Der mit 500 Euro prämierte zweite Preis ging an den Malteser Hilfsdienst. Unter der Leitung von Kara Baschkit haben 17 junge Menschen, teilweise mit Migrationshintergrund, ein biografisches Theaterprojekt auf die Beine gestellt. Liebe bzw. lebe, wenn du dich traust. Ein Thema, das mit Liebe, wenn du dich traust, nicht nur Flucht, nicht nur Ankommen, Integration, sondern ein Thema betrifft, das irgendwie alle auch haben, eigentlich lebenslange Liebe betrifft in den verschiedenen Facetten wirklich alle Menschen. Und es war auch den jungen Menschen wichtig, nicht so reduziert zu werden auf ihre Herkunft, auf ihre Flucht, sondern als Teil der hier lebenden Menschen einfach wahrgenommen zu werden. Weitere Preise gingen nach Hünfelden-Dauborn an die Freiherr von Stein-Schule, wo die Klassen 8 und 9 einen Kurzfilm mit ihrer Kursleiterin Ursula Wiemann erstellten, und an die Lebenshilfe Limburg-Dietz, die unter der Leitung von Annette Kretschmer 10 junge Geflüchtete und Menschen mit Handicap gemeinsam mit der Kunstwerkstatt Unendlich das Kunstmobil Pop-Up-Vehikel gestalteten. Wenn man die Projekte gesehen hat und auch erkannt hat, wie engagiert die jungen Menschen da waren, dann sieht man, dass es ein sehr wichtiges Projekt ist. Und ich glaube auch, dass es die Menschen weiterbringt und sie diesen Gedanken Frieden auch, ich sag mal, in die Gesellschaft hineintragen. Und der erste Preis ist ja ein Preis, der sich mit dem Thema Kriegsgräber auseinandersetzt, der die Erinnerungen an das Gegenteil, an Krieg, wachhält, um den jungen Menschen zu zeigen, wie wichtig Frieden hier bei uns in der Gesellschaft ist. Von daher ist es ein toller Anlass und ich freue mich schon auf das Jahr 2019 mit den neuen, also dieses Jahr mit den neuen Projekten und hier 2020 mit der erneuten Preisverleihung hier bei uns im Kreis und rufe viele auf, sich an diesen Projekten zu beteiligen. Denn ich glaube, es bringt die Gesellschaft und uns alle deutlich weiter und sorgt hier bei uns in der Gesellschaft für Frieden.